Hey Leute, willkommen zurück in einem neuen Video auf Rises und heute werde ich euch mal so ein paar meiner Erwartungen vorstellen zu den Pokémon Go Community Day Oktober 2019. Findet am Samstag, den 12. Oktober statt, von 11 bis 14 Uhr. Das Pokémon ist bis jetzt unbekannt und wie gesagt, dazu dann wahrscheinlich auch Special Tags und Bonus. Und ich habe mir gedacht, welches Pokémon könnte es sein? Wir hatten einmal Chillast, wir hatten Dratini, wir hatten noch ein paar mehr. Ja. Und ich bin ganz gespannt. Ich hoffe tatsächlich, dass sie es bis hin zu Oktober, also herbstlich, anpassen. Vielleicht sogar zu Halloween, aber ich denke, ich hoffe, dass es ein eigenes Event wird. Weil, warum nicht? Und was könnte es sein? Es könnten viele Pokémon sein. Ja. Also ich denke, ich habe tatsächlich noch keinen Plan. Aber das Pokémon, wie gesagt, ich hoffe, dass es herbstlich angepasst ist. Also vom Typ her vielleicht sogar wegen Halloween so ein bisschen in die Geistrichtung. Oder vielleicht sogar Unlicht, ja, oder Pflanze, irgendwas mit Pflanze, Geist, würde mir gefallen. Aber da habe ich zwar jetzt ein paar Pokémon im Kopf, was es sein könnte, die sind aber nicht in den Generationen, die in Pokémon Go bis jetzt vorhanden sind. Ich bin gespannt, wie gesagt, ich hoffe, wie gesagt, dass es angepasst ist. Und ich hoffe, jeder, der Pokémon Go noch spielen möchte oder es mal getan hat oder es immer noch spielt, spielt es zusammen mit mir am 12. Oktober von 11 bis 14 Uhr. Deutsche Zeit. Ja, mehr als jetzt kann ich noch nicht verraten. Ja, aber ich hoffe, dass wir sobald ein paar mehr Informationen haben und dann schön in Oktober Pokémon Go spielen können. Wie gesagt, ich hoffe, dass ein Event kommt, was Halloween angeht. Aber wir bekommen jetzt erstmal am 30. Oktober was mit Pokémon Masters, das weiß ich. Und Pokémon Schwert und Schild sind ja auch schon vor der Tür. Also ich denke, dass ich eher jetzt auf Pokémon Masters und halt Schwert und Schild konzentriert haben und wir jetzt im Oktober nichts Besonderes in den Sinn jetzt bekommen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass Niantic sich da was Schönes ausgedacht hat. Und ja, bis zum nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne abonnieren, wenn ihr möchtet. Aber muss nicht sein. Ihr könnt entscheiden. Ciao Leute. Noch einen schönen Tag oder Abend. Ja, das Video nehme ich abends auf, aber noch einen schönen Abend, Mittag, Morgen. Ihr wisst, was ich meine. Ciao, Leute.